So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite V2 oder Elite V2, wie auch immer. Ob man es jetzt Englisch oder Deutsch ausspricht. Wir starten die nächste Mission. Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Okay. Ich will die Brücke mit einem Schuss sprengen. Okay. Probieren wir das halt mal aus. Schauen wir uns erstmal um. Feind markieren. Das machen wir doch gleich mal. Genauso wie den da. Ich gehe mal ein Stückchen vor. Da kommt ein Care-Paket oder so. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Kann daran liegen, dass ich gerade eine Nachtwache hinter mir habe. Ihr seht, ich kann nicht sprechen. Und ja, da ist man ein bisschen durcheinander. Fühlt man sich ungefähr so, als hätte man 4 Tage durchgefeiert. Drei. Ich hoffe, es sind nicht mehr. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal den da unten. Ja, also, wie gesagt, falls ich ein bisschen müde klinge oder so, wird es daran liegen, dass ich gerade eine Nachtschicht hinter mir habe. Komm her. Ist jetzt die Frage, läuft der an mir vorbei oder nicht? Ups, 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 ups. Oder bleibt jetzt da stehen und dreht wieder um. Der hat wieder umgedreht. Dann machen wir ihn doch mal platt. Und goodbye. Ich nehme mir gleich die Waffe, weil sonst habe ich später keine Munition mehr. Oh nein! Nicht schon wieder. So viel zu dem Thema Munition. Ja, ist mir ganz recht, dass ich jetzt sterbe, weil irgendwie wollte ich da eigentlich schleichend durch. Ja, ich will neu starten. Okay, nochmal. Also es sind 4 auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich habe ich dann noch einen übersehen. Halt, markieren. Markieren. Wo ist der dritte Kollege? Ich gehe mal wieder einen Schritt vor. Schauen wir erstmal da, ob wir den anderen sehen. Ah, da ist er. Und da ist Nummer 4. Ah, ich muss schon wieder niesen, da ist ja noch einer. Schauen wir mal darüber. Okay, das dürfte es aber gewesen sein. Schauen wir mal. Nee, da sehe ich jetzt keinen mehr. Okay. Also jetzt hat. Vielleicht klappt es diesmal. Jetzt dürfen wir eine Runde warten, bis der Kerl wieder da ist.
Na komm, zeig dich. Könnt ruhig ein bisschen schneller laufen. Ups. Entdeckt werden sollte ich natürlich nicht. Ja, ich lese übrigens alle eure Kommentare. Jedenfalls die meisten. Ich versuche es auf jeden Fall alles zu lesen. Aber ich werde jetzt meistens nicht zurückschreiben. Sondern mein Plan ist, dass ich versuche so eure Fragen. Ups, der läuft schon wieder zurück. Eure Fragen während den Videos einfach zu beantworten. Das heißt, ihr könnt mir ruhig Fragen stellen und ja, ich versuche sie dann in den Videos, während den Videos zu beantworten. Und ja, ich habe es in Alan Wake zwar schon gesagt, aber ich kann es ja auch nochmal sagen. Ich wurde ein paar Mal gefragt, wie ich es geschafft habe, so schnell YouTube-Partner zu werden. Ganz einfache Geschichte. Ich hatte einfach das Glück, dass ich durchschnittlich 1000 Zuschauer erreicht habe, täglich. Und somit konnte ich mich bei Social Blade bewerben. Schrägstich APM Network. Und so, ja, das habe ich gemacht und die haben mich angenommen. Ging alles sehr, sehr flott. Also ich glaube, ich war innerhalb von 2-3 Tagen war ich YouTube-Partner. Jetzt habe ich es schon wieder verpennt. Ja, das schaffe ich noch. Und ja. Ja, für Leute, die sich mit Let's Plays auskennen, die wissen, dass man ganz normal über YouTube keine Partnerschaft kriegt, wie mit Spiele-Sachen. Weil YouTube da keinen Bock hat, wegen Copyright und sowas. Deshalb muss man das über so andere Netzwerke machen. So das größte Netzwerk, das bekannteste ist wohl Machinima. Aber halt auch sehr schwierig, da reinzukommen. Ja, und Social Blade hat erst seit kurzem eine Partnerschaft. Oder bietet seit kurzem erst eine Partnerschaft an. Und ja, Social Blade ist eigentlich so eine Statistikseite für die Leute, die es nicht wissen. Kann man so gucken, halt so wie viele Zuschauer man kriegt, wie viele Abonnenten man kriegt, bla bla bla, all sowas. Und ja, wenn man 1000 Zuschauer erreicht hat, dann kann man sich bei denen bewerben um eine Partnerschaft. Und das habe ich gemacht und ich wurde angenommen. Wie gesagt, das ging alles sehr schnell, irgendwie 2-3 Tage. Ups. Ein Sniper hockt da oben. Ich schalte mich doch gleich mal fett aus. Ja, jetzt bin ich natürlich... Wurde ich natürlich entdeckt, aber scheiß drauf. Ja, das war der Hals, so wie es aussah. Ist da schon wieder jemand auf dem Dach? Oder warum werde ich da gesichtet? Au. Au, au, au. Na komm. Na, das war ja fast nur ein Streifschuss. Aber er ist hin. Genau, dem sein Kiefer ist Schrott. Ja, ich hatte übrigens vorher in Battlefield. Ups. Noch ein Sniper? Wo steckst du? Da steckt er. Die schalten doch auch gleich mal fett aus. Ja, ich hatte übrigens vor, Close Quarters, also das Battlefield DLC, gleich am ersten Tag zu spielen. Das hat jetzt irgendwie nicht so hingehauen, weil irgendwie, ja, ist auch irgendwie ein Fehler von EA, finde ich. Die haben jetzt nicht wirklich gesagt, ab wann das jetzt wirklich spielbar ist. Für Premium-Kunden, weil für Premium-Kunden ist alles 2 Wochen früher zugänglich. Und ja, man kann Close Quarters mittlerweile schon spielen. Ja, habe ich jetzt irgendwie verpasst. Aber es gibt auf jeden Fall demnächst mal wieder ein paar Battlefield-Videos, denke ich. Mit Andy zusammen. Ist hier keiner mehr? Wo soll ich denn überhaupt hin? Und kurz orientieren da, okay. Zücken wir mal unsere coole Pistole. Schauen wir mal kurz da rein. Eine Badewanne. Ich finde ständig coole Badewannen. Ah,
Was liegt darum? Eine Goldbarre. Jetzt hat. Da geht's nicht raus. Ja, also wie gesagt, stellt mir ruhig eure Fragen in den Kommentaren und ich versuche sie dann in den Videos zu beantworten. Ja. Und ich werde natürlich auch jetzt nicht jede Frage in jeder Serie beantworten. Also wenn ihr im Moment nur Sniper guckt von mir zum Beispiel, dann stellt eure Frage auch bei irgendeinem Sniper-Video und ich werde sie dann auch nur in der Sniper-Serie beantworten, falls es jetzt irgendwie Sinn ergeben hat. Kann ich da ins Haus rein? Jawohl. Keller oder geradeaus? Ah, ich schaue erstmal da raus. Oh, das ist Munition, sehr schön. Und da draußen ist wohl irgendwie tote Hose. Wahrscheinlich spawnen die jetzt gleich alle. Oh. Oh, jetzt kämpfe ich wohl gegen die Russen, oder wie? Sieht so aus. Oh, komm schon. Dreck. Leiche durchsuchen. Das vergesse ich auch irgendwie immer. Aber naja. Ja, und ich hatte schon mal angesprochen, wenn ihr wollt, dass ich danach mit Sniper Ghost Recon weiter... Nee, heißt es Sniper Ghost Recon? Nee, Ghost Warrior heißt es, glaube ich. Weitermachen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich habe das Spiel noch... Perfekt. Ich habe gesehen, ich habe das Spiel noch in meiner Steam Library, also unter meinen Steam Spielen. Hab's aber wirklich nie gespielt, also ich glaube die ersten zwei Missionen oder so vielleicht. Und ja, wenn ihr im Anschluss gleich noch ein Sniper-Spiel sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es nicht wollt, bin ich euch auch nicht böse, weil das Spiel ist jetzt glaube ich nicht so der Hammer. Sonst hätte ich es glaube ich auch schon durchgespielt. Wollte gerade sagen, hat sich doch gerade jemand eine Zigarette angezündet. Leise, aber tödlich. Habe ich jetzt auch hier gekriegt. Ach, jetzt verstehe ich, glaube ich, wie das gemacht ist. Man kriegt immer so Statusanzeigen über die Achievements im Spiel drin. Also wenn ich jetzt irgendwie aus sich 100 Kopfschüsse haben soll, um ein Achievement zu kriegen, dann steht jetzt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt 50 von 100. Und wenn ich dann die 100 erreicht habe, kriege ich dann das Achievement in Steam selbst. Was ist das? Ich habe schon wieder vergessen, die Leichen zu durchsuchen. Nee. Die nehme ich jetzt auf jeden Fall mal mit. Durchsuchen. Ah, kann ich den nicht durchsuchen? Doch. Nee, kann ich nicht. Na komm, lass mich den durchsuchen. Ich kann ihn da wegtragen, vielleicht kann ich ihn dann durchsuchen. Komm, leg dich mal ins Wohnzimmer. Nee, ich kann ihn nicht durchsuchen. Naja, egal. Was? Muss ihn aufnehmen. Okay. Muss in der Gant 1891-31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. Und ich habe ein neues Scharfschützengewehr, so wie es aussieht. Und ich sehe, wir sind schon bei 14 Minuten. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, bis bald.